Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stieraszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Jahreshoroskop 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff. Ich habe das Jahreshoroskop diesmal in zwei Teile aufgeteilt und in diesem ersten Teil werde ich ausführlich auf eure langfristigen Tendenzen für das ganze Jahr eingehen. Das ist also euer Erlebnishintergrund für 2018. Und in Teil 2 des Jahreshoroskops schauen wir uns die Highlights und die kritischen Phasen des Jahres genauer an und natürlich, was euch die Liebesplaneten zu bieten haben. Teil 2 kommt noch bis Neujahr und wenn ihr meinen Kanal abonniert, werdet ihr automatisch benachrichtigt, sobald die Videos online sind. Natürlich bin ich jederzeit für eine persönliche Beratung für euch da. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage und alle Infos dazu verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier oben im Bild. In meiner Verlosung habe ich diesmal ein besonderes Geschenk für euch, nämlich ein komplettes Jahreshoroskop, 45 Minuten Gespräch mit mir und einen Mitschnitt davon. Und wie ihr an der Verlosung teilnehmt, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom Januar bekannt. Ja, meine lieben Stiergeborenen, ihr habt ein ziemlich glorreiches Jahr vor euch. Wenn ihr noch nicht verheiratet seid, ist dieses Jahr euer Jahr, um zu heiraten. Für Festliierte gilt, je mehr Liebe ihr in eure Beziehung hineingebt, desto erfolgreicher seid ihr als Paar. Die Singles unter den Stiergeborenen haben exzellente Chancen, einen Partner für eine gemeinsame Zukunft zu finden. Machtplanet Pluto und Spiritualitätsplanet Neptun stehen weiterhin sehr vorteilhaft für euch. Und das kann euch ein Gefühl von Machtzuwachs gepaart mit Intuition geben, was für euer Fortkommen sehr positiv sein dürfte. Glücksplanet Jupiter steht noch bis zum 8. November in eurem Partnerhaus und begünstigt eure Beziehung. Es bahnt sich aber auch eine sehr wichtige neue Energie in eurem Leben an, die abrupte und grundlegende Veränderungen mit sich bringt. Unruhestifter Uranus macht sich nämlich allmählich auf den Weg in euer Zeichen. In den nächsten 7 Jahren wird sich für euren Lebensstil einiges ändern und das ist recht aufregend. Das Tolle ist, dass ihr durch den günstigen Einfluss von den übrigen Planeten in der Lage seid, gute Pläne zu machen und gute Entscheidungen zu treffen, die Raum für Veränderung und Neubeginn lassen. Jetzt schauen wir uns euren Erlebnishintergrund genauer an. Fangen wir an mit dem Besten. Glücksplanet Jupiter steht im Skorpion und damit hier in eurem 7. Sonnenhaus und das ist das Partnerhaus. Bis zum November 2018 erlebt ihr eine Zeit erfüllender Begegnungen, sei es in der Liebe oder in eurem Business. Ihr trefft jetzt einfach die richtigen Leute, mit denen ihr gute Allianzen eingehen könnt und die euch fördern. Wer auf der Suche nach einem tollen Partner ist, kann jetzt einen finden. Dabei wirken charismatische, aber auch geheimnisvolle Menschen auf euch besonders anziehend. Vom Aspekt her ist es allerdings auch eine Spannung zu eurer Sonne. Das heißt, ihr lauft Gefahr, euch vor lauter großartiger Optionen zu verausgaben und es mit der Arbeit, aber auch mit dem Vergnügen zu übertreiben. Und im Hinblick auf die Partnersuche müsst ihr trotz aller Begeisterung schön auf dem Boden bleiben, denn übertriebene Erwartungen könnten sonst zu Enttäuschungen führen. Geht die Sache ganz entspannt an. Und lasst euch Zeit, jemanden näher kennenzulernen. Wer es ernst meint, läuft euch nicht weg. Den direkten Aspekt von Jupiter empfangen 2018 die Geburtstagskinder vom 5. bis 20. Mai. Auch Romantikplanet Neptun steht sehr günstig für die Stiergeborenen, nämlich hier in eurem Haus der Freunde. Und das bedeutet, eure romantische Seite blüht und gedeiht. Die Singles unter euch finden bestimmt jemanden, bei dem sie ins Schwärmen geraten. Stiere in fester Partnerschaft sollten mit ihrem Schatz schöne Dinge unternehmen, zum Beispiel Reisen an exotische Orte oder der Besuch von Kunstausstellungen oder Konzerten. Ihr seid auch sehr fantasievoll, was euer Liebesleben angeht und lasst euch da so einiges einfallen, um euren Partner zu verzaubern. Auch Liebesgeflüster steht unter guten Sternen. Ihr solltet eure sexuellen Fantasien und Träume ruhig mit eurem Schatz teilen. Dieser Aspekt wirkt besonders auf die Geburtstagskinder vom 1. bis 7. Mai, aber alle Stiergeborenen werden im Laufe des Jahres in den Genuss dieser Energie kommen. Mehr dazu erzähle ich euch dann in den Monatshoroskopen. Dann haben wir ja noch den guten Aspekt zu Saturn. Der wird das ganze Jahr 2018 diesen förderlichen, substanzbildenden Aspekt zu eurer Sonne bilden. Und das bedeutet, das Thema der Nachhaltigkeit, das ihr sowieso in die Welt bringt und worin ihr besonders gut seid, steht hoch im Kurs.
Mit eurer Fähigkeit, geduldig Projekte zum Gedeihen und zum Blühen zu bringen, werdet ihr Respekt und Anerkennung ernten. Man wird euren Rat suchen und euren Service in Anspruch nehmen. Beruflich wird das eine erfolgreiche Phase für euch. Und je nachdem, welche persönlichen Pläne ihr nun verwirklichen wollt, auch in eurem Privatleben. Saturn steht dann für euch im 9. Sonnenhaus und das heißt, es ist eine gute Zeit, um Weichen für die Zukunft zu stellen. Was habt ihr noch für Pläne, die ihr verwirklichen wollt? Welches Wissensgebiet wollt ihr noch vertiefen? Das ist auch günstig für eine berufliche Fortbildung, in der ihr etwas lernt, was euch langfristig für die Zukunft nützlich ist. Falls ihr noch große Reisen vorhabt, solltet ihr diese jetzt planen, selbst wenn sie sich nicht sofort umsetzen lassen. Wenn ihr in der Bildung tätig seid, baut ihr euch vielleicht eine neue Struktur auf oder ihr schreibt sogar ein Buch, was dann die Basis für eure zukünftigen Kurse sein wird. Umgekehrt könnt ihr jetzt auch einen Meister finden, einen Guru oder Lehrerfigur, der oder die euch im Leben ernsthaft weiterbringt. Und den Substanzaspekt von Saturn, der euch beim Manifestieren hilft, empfangen 2018 die Geburtstagskinder, die zwischen dem 21. April und dem 2. Mai Geburtstag haben. Wenn ihr Pluto günstig zu eurer Sonne stehen habt, dann bedeutet das, dass sich das Leben insgesamt intensiviert. Ihr trefft besonders interessante, charismatische Menschen, die auch anstrengend sein können, euch aber faszinieren. Oder ihr bildet Partnerschaften oder Allianzen, die eure Kräfte verstärken und letztendlich auch lebensverändernd wirken. Damit das nun alles gut ausgeht und das Potenzial dazu ist vorhanden, ist es sehr wichtig, dass ihr mit solchen einflussreichen Menschen an einem Strang zieht. Denn jemand, der durch Pluto repräsentiert wird, hat oft noch eine geheime Agenda, über die er nicht gleich spricht. Bevor ihr also mit jemandem eine wichtige persönliche oder geschäftliche Partnerschaft eingeht, solltet ihr für Transparenz sorgen. Dann kann sich daraus durchaus eine sehr machtvolle und auch finanziell vielversprechende Verbindung ergeben. Im persönlichen Erleben kann dieser Aspekt anzeigen, dass ihr ein sehr intensives, sinnliches Sexleben habt und eurerseits auch auf andere ungeheuer faszinierend wirkt. Am direktesten spüren diesen Aspekt die Geburtstagskinder, die zwischen dem 8. und dem 12. Mai geboren sind. Das war also hier das Trigon zu Pluto. Und dann steht ja auch noch die Lilith bis zum 6. August dort im Steinbock im harmonischen Aspekt. Lilith ist ja eine furchtlose Abenteurerin und wenn es schon lange euer Wunsch war, einmal eine weite abenteuerliche Reise zu unternehmen, dann ist der Lilith-Transit dafür geeignet, in die Ferne zu schweifen, exotische oder auch erotische Abenteuer zu erleben, einfach ganz neue Erfahrungen zu machen. Es ist auch ein guter Aspekt, um die große Göttin zu finden, entweder auf Reisen, indem ihr alte Kultstätten weiblicher Verehrung aufsucht oder in euch selbst. Ihr könnt euch auch einer weiblichen Guru-Figur anschließen. Das Trigon von Lilith empfangen 2018 die Geburtstagskinder vom 25. April bis zum 20. Mai. Ab dem 6. August geht dann die Lilith in den Wassermann und damit in Spannung zur Stiersonne. Deswegen ist es eine gute Idee, wenn ihr euch mit euren inneren, wilden und weiblichen Anteilen aussöhnt, dann seid ihr besser auf diese Spannung vorbereitet. Lilith geht dann in euer 10. Sonnenhaus und kann Kämpfe auf eurem Karriereweg anzeigen, wobei es um die Gleichstellung von Mann und Frau geht. Sie kann aber auch Schwierigkeiten mit weiblichen Vorgesetzten anzeigen. Diese Spannung auf die Stiersonne empfangen 2018 die Geburtstagskinder vom 20. April bis zum 8. Mai. Der Mondknoten bewegt sich noch bis zum 6. November durch euer Sonnenhaus der Familie hier. Und das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Er kann zum Beispiel anzeigen, dass eine neue Seele in eure Familie Einzug hält. Vielleicht eine Tochter oder ein Sohn oder ein Enkelkind. Oder vielleicht heiratet eins eurer Kinder und ihr gewinnt Schwiegertochter oder Schwiegersohn dazu. Für viele Stiergeborene kann das auch eine Veränderung ihrer Wohnsituation mit sich bringen. Ich kenne eine Stierfrau, die mit ihrer Familie in ein schönes Eigenheim gezogen ist, nachdem die Familie vorher zur Miete wohnte. Das ist eine ideale Entsprechung für den Mondknoten im 4. Haus. Spannend wird der Eintritt von Uranus in euer Zeichen vom 15. Mai erstmal bis zum November 2018. Er bringt den Wunsch nach Erneuerung und Befreiung. Ideal ist das, wenn ihr Single seid, denn ihr wirkt dann sehr attraktiv und interessante neue Menschen kreuzen euren Weg.
Wenn ihr jedoch in einer Beziehung seid, ist es kompliziert. Ihr möchtet vieles in eurem Leben ändern, aber kann und will der Partner da mitziehen? Die Konstellation kann auch einen inneren Konflikt mit sich bringen, denn ihr mögt eigentlich stabile Verhältnisse und ihr gebt nicht gern etwas auf, sei es euer Lebensstil oder die Partnerschaft. Die anderen Planeten werden euch jedoch dabei helfen, gute Entscheidungen zu treffen, in denen genug Raum für Veränderung ist, aber auch Stabilität, die bleibt. Und die ersten, die das spüren, sind die Geburtstagskinder vom 20. bis 23. April. Ab März 2019 geht Uranus dann endgültig und für die nächsten 7 Jahre in euer Zeichen. Wichtig für den Erlebnishintergrund 2018 ist auch der Mars, denn er wird wegen seiner Rückläufigkeit im neuen Jahr insgesamt fast 5 Monate Spannungen zur Stiersonne bilden. Und zwar in der Zeit vom 16. Mai bis 13. August und vom 11. September bis 15. November. Dabei wird er durch euer Karrierehaus laufen. Und das bedeutet, dass ihr trotz vieler günstiger Gelegenheiten auch einige konflikthafte Situationen zu bestehen habt. Vor allem, wenn es um euren Beruf oder auch um die Verwirklichung eurer persönlichen Ziele geht. Zum Glück erhaltet ihr gleichzeitig so viel kosmische Unterstützung, dass ihr dabei trotzdem vorankommen werdet. Ich denke, dass ihr da eher auf der persönlichen Ebene darauf achten müsst, Kollegen, Vorgesetzte und Weggefährten nicht vor den Kopf zu stoßen, weil ihr so viel Schwung habt und vielleicht nur euer eigenes Ding verfolgt. Mehr dazu erfahrt ihr dann jeweils aktuell in meinen Monatshoroskopen. Aber insgesamt habt ihr für das neue Jahr sehr, sehr schöne Aussichten. Ja, soweit also euer Erlebnishintergrund für 2018. Alles über die Highlights und die kritischen Phasen des Jahres und natürlich, was die Liebesplaneten euch zu bieten haben, das erfahrt ihr in Teil 2 des Jahreshoroskops. Und Teil 2 wird rechtzeitig bis Neujahr online gehen. Wenn ihr euer persönliches Jahreshoroskop bei mir buchen wollt, seid ihr natürlich herzlich willkommen. Am besten ihr bestellt es über die Homepage oder ihr ruft direkt auf meinem Kundentelefon an. Und alle Infos findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier oben im Bild. Im Januar habe ich 2 wichtige Webinartermine für euch. Da ist einmal mein Webinar Saturn-Probleme heilen. Da freue ich mich schon sehr drauf, euch aus meinem Erfahrungsschatz ein paar goldene Regeln mitzugeben, wie ihr diesen Saturn-Transit meistern könnt. Von mir bekommt ihr nur solche Anregungen, die euch wirklich was nützen und von denen ich weiß, dass sie funktionieren. Da bin ich ganz der Steinbock. Der Termin ist am Freitag, den 12. Januar um 17 Uhr. Und eine Woche später leuchten dann wieder Antonias Sterne im Webinar, wie immer in einer kleinen, exklusiven Gruppe. Und jeder kann mir eine spezifische Frage zum Horoskop stellen. Und das ist dann am Freitag, den 19. Januar um 17 Uhr. Falls ihr noch ein Geschenk sucht zu Weihnachten oder überhaupt für einen lieben Menschen, der sich auch für Astrologie interessiert, möchte ich euch meine Sternzeichen-Kolliers ans Herz legen. Ihr könnt sie über mein Kundentelefon bestellen oder über meinen Shop. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage. Zum Schluss möchte ich mich von Herzen bedanken bei meiner Tochter Marilene, die meine Videos immer so toll mit mir produziert. Und bei meinem Partner Ray Merriman. Ich habe viele, viele Gespräche mit ihm geführt, um die Jahreshoroskope vorzubereiten. Und ich möchte euch sein Buch Voraussagen für 2018 wärmstens empfehlen. Vor allem, wenn ihr euch auch für Finanzen und Wirtschaftstrends interessiert. Es kostet 59 Euro und ihr könnt es über Rays Homepage bestellen. Sie heißt www.mma-europe.ch und ich verlinke euch das auch unten in der Videobeschreibung. Jetzt kommen wir zur Verlosung. Es gibt eine komplette Jahresvorschau mit mir zu gewinnen, also 45 Minuten Beratungsgespräch plus eine Audiodatei mit dem Mitschnitt im Gesamtwert von 155 Euro. Und diese Beratung könnt ihr wie immer gewinnen, wenn ihr mir hier auf YouTube einen konstruktiven Kommentar postet und indem ihr meinen Kanal abonniert. Einfach hier klicken und schon seid ihr bei der Verlosung dabei. Und schaut euch auch meine anderen Videos an, zum Beispiel meine Specials über Saturn im Steinbock, Lilith im Steinbock und den Mondknoten im Löwen, die sind hier eingeblendet. Nun wünsche ich euch ein wunderbares neues Jahr und alles Gute mit den Sternen.